Ich grüße euch. Willkommen zurück. Y Barbecue mit einer neuen Folge. Ich habe mir gedacht, wir machen mal einen Steak-Test. Und zwar habe ich hier zwei Ribeye-Steaks und zweimal Roast Beef. Kann man sehen? Ja. Ich werde jeweils einen Ribeye und einen Roast Beef einvakuumieren und sous-vide garen. Und die anderen zwei halt herkömmlich und dann werden wir mal schauen, was wir da geschmacklich für einen Unterschied sehen. Wie ich die vorbereite, zeige ich euch jetzt. Das sind also unsere ersten zwei Probanden. Hier nochmal das Ribeye, hier das Rumpsteak. Die anderen beiden habe ich hier, damit ich da nicht durcheinander komme. Ich werde versuchen, das alles ungefähr gleich zu behandeln. Ich habe hier noch Rosmarin. Jeweils ein Stängel pro Steak und ich werde jetzt erstmal nur mit grobem Meersalz salzen und dann zeige ich euch, wie ich die sous-vide behandelten Steaks einvakuumiere, was ich da noch mit reinmache. Also ein wenig Salz drüber, ein bisschen verreiben. Machen wir von beiden Seiten. Das soll das auch erstmal schon gewesen sein. Jetzt bereite ich die Vakuumbeutel vor und dann kommen die da rein. Das sind jetzt unsere anderen zwei Probanden, die ich halt herkömmlich auf den Grill legen werde. Hier nochmal die beiden anderen für das Sous-Vide-Verfahren. Ich habe da hier für das Rumpsteak einen R drauf geschrieben und für das Ribeye einen E, damit wir das so nachher nicht verwechseln. Ich habe mir jetzt überlegt, die anderen beiden werde ich so ähnlich behandeln, also ebenfalls mit Salz und Rosmarin. Da ich aber jetzt da keine Butter mit drauf machen werde, nehme ich einfach Olivenöl, bestreiche die und werde die dann auch einvakuumieren, damit das dann noch ein bisschen ziehen kann und wir ein ähnliches Verhältnis haben zum Vergleichen. Ich werde es also erst salzen. Wieder etwas verreiben. Und dann nehmen wir ein bisschen Olivenöl. Und verreiben das ebenfalls. Das machen wir noch von der anderen Seite. Besser gesagt, ich, ihr guckt ja zu. So, mehr mache ich mit denen jetzt auch nicht. Habe ich ja bei den anderen auch nicht gemacht. Mache jetzt den Rosmarin noch rein und ich werde die auch einvakuumieren. Das sind unsere vier Probanden nun fertig. Alles einvakuumiert. Die bleiben also gleich lang in der Vakuumierung. Die kommen nachher ins Wasserbad und die bleiben halt so lange im Kühlschrank, bis ich sie dann brauche. Ja, ich denke mal, ähnliche Bedingungen für das Fleisch. Da haben wir jetzt unsere Babys. Ich habe da noch ein Stück Butter mit reingemacht. Und ja, jetzt versuchen wir halt Trick 17. Die müssen jetzt hier rein. Da ist wenig Platz. Aber das Teil hält halt die Temperatur ganz gut. Und ich denke, so kriegen wir das hin. Wenn die Folie hier ein bisschen rausschaut, das ist jetzt nicht das Problem. Und wir füllen das jetzt maximal mit Wasser auf. Das geht bis hier, an meinen Zeigefinger kann man sehen, ja, bis dahin. Für 68 Minuten bei 50 Grad. Und dann sollte das soweit gegart sein, dass wir damit raus auf den Grill können. Das Brot ist auch fertig. Mein Schnuffel wird das jetzt mal anschneiden. Soll ich dir mal noch ein Brett geben? Ach, ich tue jetzt selber eins drauf. Thank you.
fein. Das gibt's heute zu. Schmeckt? Knackt schön, schön. Kross außen und innen total fluffig. Na gut, vielleicht kriege ich sie ja irgendwann noch dazu, dass wir mal darüber ein Video drehen, wie wir die Brote herstellen. Aber das, ja, ist wohl ein anderer Zeitpunkt. Den Grill habe ich jetzt vorgeheizt. Er zeigt gerade 200 Grad an, also sollte ordentlich Hitze auf die Rosts kommen. Als erstes packen wir jetzt unsere unbehandelten, sage ich jetzt mal, Steaks drauf. Den Rosmarin machen wir ab. Das ist jetzt das Rumpsteak. Und dann kommt noch unser Ribeye. Die grillen wir jetzt scharf an. 1,5 Minuten ungefähr von jeder Seite. Schau mal rein. Sehen, ob sich schon löst. Wunderbar. 90 Grad drehen. So ein schönes Steak-Brennen drauf kriegen. Und nochmal das Ganze. Zeit ist schon wieder rum. Schauen wir mal das Branding an. Super. Jetzt noch die andere Seite. Und das Ganze nochmal. 20 Grad Drehung. Dann packe ich die in den indirekten Bereich hier oben rein. Lassen wir einfach mal die Temperatur und dann lassen wir die noch ziehen. Ich nehme die jetzt runter. Die haben um die 57 Grad Temperatur. Pack die jetzt in Alufolie ein und könnt die noch ein bisschen ziehen. Dann haben wir jetzt unsere Sous-Vide gegarten Steaks. Jetzt kommen die drauf und ich würde sagen maximal 40 Sekunden von jeder Seite. Ihr müsst die auf jeden Fall, wenn ihr die aus dieser Folie befreit, nochmal abtupfen. Sonst habt ihr da einen ordentlichen Fettbrand drin. Das soll reichen, wir werden die wenden. Das verfällt ja schon förmlich. Nochmal ein Stück drehen und mal nachmessen. Hier sind wir bei gut 52 Grad und das müsste schon soweit fertig sein. Ja, packe ich mal zur Seite. Kann das noch ein kleines bisschen ziehen. Ich mache das jetzt noch fertig, das eine. Kamera muss schon mal rein und dann sehen wir uns zum Kosten drin. Da liegen jetzt unsere Steaks. Sous vide gegart. Das Rumpsteak und das Ribeye. Hier auch das Rumpsteak und das Ribeye. Normal herkömmlich gegart. Ich schneide jetzt mal einfach hier mittig an. Ja, das ist so wie meine Frau es mag. Etwas mehr durch. Das ebenso. Jetzt schauen wir uns die Sous-Vide-Garten an. Oh ja, das sieht doch ganz gut aus. Und das Ribeye, nicht schlecht. Und wir werden jetzt kosten. Ich habe mir extra noch einen Verkoster hier mit rangeholt. Schneid hier mal so ein paar Branchen runter. Probiere jetzt als erstes
das Rumpsteak. Das ist lecker. Ist auch saftig und zart. Jetzt nehme ich mal das Rumpsteak, was wir normal gebraten haben. Ja, es ist ein Unterschied da. Ich finde das sogar besser. Probieren wir noch das Ribeye. Das ist auch gut. Und jetzt bin ich fast satt. Das normal gegarte Ribeye. Eigentlich ist alles gut. Wir werden das jetzt essen. Mal gucken, was der Rest der Familie sagt. Gibt es hinterher noch ein Fazit. Wir sind fertig mit Essen. Ja, Unterschiede gibt es bei dem Fleisch. Sous vide gegart und normal gegrillt. Aber dass man jetzt einen absoluten Favoriten festmachen kann, kann ich nicht sagen. Meiner Frau hat das normal gegrillte Rumpsteak am besten geschmeckt. Mein mittelsten Sohn hat das sous vide gegarte Rumpsteak am besten geschmeckt. Mir persönlich hat das sous vide gegarte Ribeye am besten geschmeckt. Und unser jüngster Sohn fand gar keinen Unterschied bei allen. Also es muss wirklich jeder für sich selbst rausfinden, was gut war oder gut ist. Ich fand alles lecker. Es ist auch alles alle geworden. Wirklich ein Unterschied. Ja, das sous vide gegarte ist etwas zarter. Aber dass man jetzt einen Favoriten festmachen kann, kann ich nicht sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal.